herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde. Mein Name ist Matthias Stockinger und heute in diesem Video geht es um einen 320 BMW E90 mit dem 4-Zylinder-Motor, und zwar dem N4320A müsste er heißen. Wir schauen es gleich nochmal nach, dann ist es sicher. Da gibt es einen bekannten Fehler oder mehrere bekannte. Zum einen der Auslassnockenwellensensor, dass der Positionssensor einen Spacken hat oder Fehler macht. Und der Öldruckstatisch, wie es genau heißt, schauen wir alles gleich noch. Und die Kraftstoffpumpe haben wir auch noch drin. So, dann noch die Lambda-Sonde, aber da gehe ich stark davon aus, dass es ein Folgefehler ist. Ne? Keine richtige Verbrennung, gleich komische Abgase, gleich Lambda-Sonde macht Alarm. So, wir haben aber etwas rausgefunden, und zwar beim Kraftfahrtbundesamt. Und das möchte ich euch zeigen in Bezug auf diesen Fehler. Und es kann hier und da dem einen oder anderen richtig viel Geld sparen. Wir gehen einfach mal zum Fehlerbild und schauen mal den Bericht an. Und zwar, das Fahrzeug kam, natürlich die Motorkontrollleuchte war an. Matthias, kannst du mal gucken? Habe ich den PC angeschlossen, ausgelesen und es kam raus. Einen Moment, ich stelle euch mal irgendwo hin. Beim Film immer nie gegen das Licht filmen. Das kleine Tipp. Nee, come on. Wir haben, die vier Fehler, die ich genannt habe. Das war einmal 2AAF, Kraftstoffpumpe, Plausibilität. Dann war 2AA1, Auslassnockenwellensensor, Signal. Und dann 30C1, Öldruckregelung, statisch. Die Motorkontrollleuchte anging, hat das Fahrzeug weniger Leistung gehabt. Und es hat auch leicht geruckelt. Da war für mich klar, okay, Kraftstoffpumpe könnte natürlich sein, weniger Leistung, wenn die nicht richtig Druck bringt, kommt nicht genug Kraftstoff an. Das heißt, man kann auch nicht die volle Leistung ausfahren. Kann natürlich auch zum Ruckeln führen. Aber die Kraftstoffpumpe blieb auch wieder mal weg, kam mal wieder, blieb mal wieder weg. Die habe ich dann mal außen vor gelassen. Man muss dazu sagen, es ist bekannt, dass bei diesem Fahrzeug, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, es ist bekannt, dass bei diesem Motor, jetzt nur mal genau die Nummer, okay, hier steht es nur noch, nee, hier steht es, N43B20A. Es ist bekannt, dass sich dort gerne mal die Ketten längen. Heißt, es kommt vor, dass die Gleitschiene abgenutzt wird oder gleich komplett abbricht, kleine Stückchen. Das Ganze sammelt sich dann vor dem Öldruck, vor der Ölpumpe, in dem Ölsieb, und dadurch hat man Probleme mit dem Öldruck, ja, oder Öldruckregelung, genau wie es hier der Fehler jetzt anzeigt. Ich habe einige Foren durchstöbert, ich habe auch einige Personen gefragt, und im Forum hat auch eine Werkstatt gesagt, dass wenn sie den Öldruckfehler drin haben, dass sie schon direkt den Verdacht haben auf die Kette. Ja? Gut, noch dazu kommt, dass der Fehler mit der Auslassnockenwellensensor drin ist. Es gab schon alles. Ja? Es gab schon, dass natürlich der Sensor kaputt ging, die gehen auch gern kaputt, Auslassnockenwellensensor ging gern kaputt, Einlassnockenwellen auch, das sind zwei Sensoren. Wegen dem Öldruck, da gibt es diese Magnetventile, die vorne am Block hocken, die gehen gerne kaputt. Also könnte es auch alles unabhängig davon sein, aber ich vermute mal nicht. Gut, dann habe ich mal weiter recherchiert, weiter nachgedacht, wie gesagt, das Auto war in dem Moment nicht da, sonst hätte ich natürlich das Auto geprüft. Ich wollte mich vorher einfach nur mal ein bisschen umhören und ein bisschen gucken. Dann bin ich auf das Kraftfahrtbundesamt gestoßen. Das, wer das nicht kennt, das ist das Amt, das, wo der Fahrzeughersteller das Fahrzeug eigentlich abgibt. Das wird geprüft, meistens von GTÜ oder TÜV. Und dann das Kraftfahrtbundesamt gibt eben die Zulassung, dass das Fahrzeug auf dem Markt, auf dem zugehörigen Markt fahren darf. Das machen die und noch vieles, vieles anderes. Zum einen auch Rückrufaktionen werden dort veröffentlicht. So, dann kann man auf die Seite gehen. Ich mache euch den Link in die Videobeschreibung unten rein. Dann könnt ihr mal euer Fahrzeug überprüfen, ob es da was gab oder nicht. Da gebt ihr dann Hersteller ein, Baujahr, Modell, Baujahr, und dann könnt ihr das durchstöbern. Bei mir waren 4, 5 Einträge und einer war ganz interessant. Geht das, Handy? Ja, das geht, sehr gut. Genau, da kann man dann, come on. Jawohl, da kann man dann ihr Fahrzeughersteller, haben wir BMW. Ausbezeichnung ist dann 3 für 3er. Baujahr ist 2000.
11. Jetzt haben wir hier Ergebnisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ergebnisse. Also, es gibt 8 Rückrufaktionen. Steht dann hinten dran, oder normal steht auch immer, nee, da steht jetzt nur veröffentlicht. Es gibt diese Seite auch noch von ADAC, da steht dann drauf, dass abgeschlossen ist oder nicht. Ich meine, es war der Fehler, die Rückrufaktion KBA Referenznummer 4646. Da drücken wir jetzt mal drauf. Das können wir dann hier seitlich drauf drücken. Und dann zeigt diese Rückrufaktion an. Ich bin natürlich alle durchgegangen, habe geguckt, was könnte passen zu dem Fehlerbild. So, und jetzt. Es sind sehr, sehr viele Autos davon betroffen. Ganz klar, weil der Motor auch in sehr, sehr vielen Fahrzeugen verbaut ist. So, das, da oben stehen die ganzen Fahrzeuge, okay? Erstmal veröffentlicht wurde es am 15.04.2014. Dann steht direkt da, bitte kontaktieren Sie den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt. Beschreibung des Fehlers oder was behoben wird. Beschreibung, Motorausfall infolge mangelhafter Nockenwellensteuerung. Aha. Mangelhafter Nockenwellensteuerung. Könnte passen. Kann sein, dass das alles unabhängig davon ist, aber es könnte auch passen. Und deswegen habe ich das Video gemacht, einfach nur als Information für euch. Checkt diese Seite, richtig cool, da könnt ihr schauen, ob es Aktionen gibt, wo ihr vielleicht noch nicht informiert wurdet von eurem Hersteller oder von eurem, ja, von dem Vertragshändler, whatever. Es gibt ja auch andere Aktionen, die eben im Rahmen eines Kundendienstes einfach gemacht werden, ohne dass direkt das Fahrzeug zurückgerufen wird. Aber wenn man das Fahrzeug halt nicht mehr in diese Vertragswerkstatt bringt, dann wird das eben nicht gemacht. Das hat dann einen anderen Titel, dann heißt es nicht Rückrufaktion, dann heißt es irgendwie anders. Vielleicht weiß es einer, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Dann können wir daraus lernen. Genau, was habe ich gemacht? Ich habe Serviceberater eine E-Mail geschrieben mit der Fahrgestellnummer, dass er das bitte prüfen soll, ob das hier greift, ob das an dem Fahrzeug notwendig ist, diese Änderung. Jetzt ist noch Wochenende. Am Montag weiß ich mehr und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt oder wissen wollt, wie es damit weitergeht mit diesem BMW E90, dann müsst ihr dem Kanal folgen. Ja, ich mache das Video online und ich halte euch da auf dem Laufenden, da könnt ihr euch sicher sein, ob der Fehler behoben wird von der Werkstatt oder ob wir es dann doch selber machen müssen. Wenn wir es machen, werde ich das Ganze auch abfilmen. Ich denke, ist auch interessant, so eine Kette zu wechseln oder halt mal die Sensoren zu prüfen und zu schauen, ob da irgendwie ein Knacks, ob da irgendeiner einen Knacks hat. Und wenn nicht, dann habe ich ihn. In diesem Sinne, Leute, ja, was soll ich noch sagen? Wir werden immer mehr Follower, also für die, die jetzt schon länger dabei sind, nicht nur zuschauen jetzt wegen dem BMW-Video. Wir werden immer mehr, finde ich richtig cool, gute Sache hier, der Kanal wächst. Ich werde mir auch bald wieder eine Aktion überlegen, vielleicht bei 2000 Abonnenten, da machen wir wieder was. Irgendwie ein Gewinnspiel kam letztes Mal sehr gut an. Freut mich natürlich, ich gebe euch gern was zurück, ihr gebt mir auch so viel. Und ja, es passiert gerade richtig viel im Hintergrund. Der ein oder andere, der mir bei Instagram folgt, der weiß auch schon Bescheid. Hier und da kommt einiges. Ich kann es aber noch nicht verraten, weil es noch nicht zu 100% unterschrieben ist. Deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Aber es kommt sehr, sehr viel auf euch zu. Gerade die VW-Fahrer, VW-Bulli-Fahrer, da wird es spannend. Wir machen weiter am Fiat. Da kann ich auch mal machen hier. Kleines Update-Video. Der Fiat steht jetzt noch hier, wie man ihn von den Videos auch kennt, in meinem Hintergrund. Ich habe aber schon connected mit meinem Blechner. Wir werden das Fahrzeug dort bei ihm platzieren, angucken, gucken, was wir alles machen. Dann werden wir das zeitlich alles, damit wir das zeitlich alles eingrenzen können. Weil wir haben ja noch eine längere Fahrt eigentlich mit ihm vor. Und ich würde es gerne eigentlich dieses Jahr machen. Motor. Am 1. Mai haben wir einen Motor rausgeholt. Da haben wir ein kleines so einen Schraubertag gemacht, gegrillt, easy. Also der, wo Instagram mir folgt, wie gesagt, der weiß Bescheid. Da habe ich ein paar Insta-Story rausgehauen. Haben schön gegrillt, bisschen was getrunken und nebenbei noch einen kleinen Motor hier rausgemacht. Das heißt, der ist jetzt auch, unser Getriebe natürlich, der ist jetzt auch hier im Ständer platziert. Und ja, da warten wir eigentlich nur noch darauf, dass wir dran gehen, dass wir Zeit finden, da dran zu gehen. Aber es steht ganz oben auf der To-Do-Liste. Erstmal muss aber die Karosserie noch weg zum Blechner. Das müssen wir auch noch Zeit finden. Der Blechner ist halt auch selbstständig. Und wenn da einer zuschaut, der selbstständig ist, der weiß, dass Zeit da Mangelware ist. Ne? Und ja, aber das kriegen wir alles hin. Und dann bestellen wir die ganzen Teile vom Frank Derksen aus Niederlande, aus den Niederlanden. Habt ihr da im Video schon kennengelernt oder kennenlernen dürfen. Richtig cooler Typ. Da bestellen wir die ganzen Teile dann. Und dann machen wir den Motor auf und es wird, denke ich, eine ganz interessante Sache. Also bleibt auf dem Kanal,
auch ziemlich viel ändern noch. Und Mann, sehe ich fertig aus. Ich muss ins Bett. Männer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao. Und Frauen natürlich, wenn ihr zuschaut. Keine Ahnung. Und Prozentsatz sind sich viele. Haut rein.